Ja, guten Morgen. Hast du auch gern Honig? Also ich habe sehr gern Honig und ich schätze die kleinen Tierli sehr, die Honig produzieren. Viel mehr als die Wespe. Die Wespe finde ich eher ein bisschen lästig, aber ich denke, das geht ja auch so. Ich habe hier ein gutes Lied dazu, nämlich das Bienenlied, Seite 50 im Dossier. Hier zeige ich dir zuerst die Melodie wieder, wie sie funktioniert. Zum Mitspielen mal auf der Gitarre. Es fängt mit einem leeren D an. Zähle 1, 2, 3, 4. Jetzt noch klingen zum Mitsingen, da mache ich die Wiederholung nicht. Ich gehe dann einfach gerade in den Refrain. 1, 2, 3, 4. Begleitung zum Bienenlied werde ich dir zeigen. Und zwar mache ich zuerst das hier, Daumenabschlag. Ich mache zuerst mal die Version. Und was wir hier auch noch haben, ist die Kombination von Akkorden. Also es kommt G-Dur vor, D-Dur, D7. Da haben wir mal D, D7. Der Wechsel ist ganz wichtig. Du siehst von D-Dur so und dann zu dem. Ich zeige es mal von vorne. Voilà, D-Dur, D7. Finger stellen sich so um. Was auch noch wichtig ist, oder interessant, A-Moll kommt auch noch. Und dann D7, da können wir den ersten Finger lassen und dann die zwei drauf tun. Also A-Moll und dann D7. Das sind dann noch wichtige Punkte für das gehört zu dem Bienenlied. Ich mache gerade mal die erste Version. Das Vorspiel ist einfach die erste Linie. Im Dossier steht hier nämlich ein Kreisbegleitmuster. Aber wie gesagt, da kannst du auch kreativ sein, find ein eigenes Begleitmuster und dann sollte das gut gehen. Also. Auch super zu dem heutigen schönen Sonnentag. Als nächstes möchte ich dir noch ein zweites Muster zeigen, wo ein bisschen mehr Bewegung läuft. Und zwar das hier. Das ist vielleicht schon beim einen oder anderen Lied schon gemacht. Und zwar der Daumen, dann Ringfinger, Mittel, Zeig. Daumen, Ring, Mittel, Zeig. Daumen, Ring, Mittel, Zeig. Mit dem G tönt das. So, gut. Das
spiele ich jetzt gerade vor, inklusive Vorspiel wieder. 3, 4. Was als nächster Schritt auch noch machen kannst, ist die Bewegung kombinieren. Also von dem Muster, das ihr jetzt vorher gezeigt habt, was ja ein Achtel ist, denn der Ablauf vom Rhythmus her, kannst du es also so probieren. Du fährst an mit dem hier wieder, P, A, M, I, und dann gehst du auch zum P und spielst von unten nach oben. Das ist auch ein Muster, das man viel brauchen kann. So ein bisschen, das sagt dann, wie so eine Wellenbewegung gibt es drin. Das zeige ich dir jetzt noch einfach anhand des Refrains, wie das dann etwa tut. Danke fürs Mitmachen und würde mich auch freuen, dich im nächsten Video wieder zu sehen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.